Hallo, liebe Freunde der Pflanzenwelt. Hier neben mir haben wir wirklich einen nützlichen Helfer in der Pflanzenheilkunde. Er ist samtig weich hier auf meiner Terrasse. Und wie ihr vielleicht sehen könnt schon, es ist der Eibisch. Der Eibisch, also Althea officinalis, gehört zur Familie der Malvengewächse. Genauso wie Hibiskus, die wilde Malve, Malve sylvestris und auch die Stockrosen. Aber es gibt zwei in der Familie, die wirklich viel gebräuchlich sind. Und das ist einerseits die Baumwolle und andererseits der Kakao. Der Kakaobaum Theobroma cacao ist relativ neu in den Malven. Also der war vorher in einer Unterfamilie der Malvengewächse, die hier nicht so bekannt ist, den Sterculia 10. Das sind die Stinkbaumgewächse. Und es gibt tatsächlich noch eine Frucht, die auch stinkt, die bei den Malvengewächsen ist, die sogar früher verboten war, auf Flugreisen in Singapur mitzunehmen, weil sie so stinkt. Ganz gut schmeckt eigentlich. Das ist die Durianfrucht. Vom Eibisch können wir alles verwenden. Zum Beispiel die Blätter kann man gut in Suppen verarbeiten oder wie es die Römer früher gemacht haben, ihre Spanferkel damit gestopft. Die Wurzel nicht so geschmackreich, aber trotzdem als Gemüse zu verwenden. Und ich habe noch eine vergessen. Es gibt tatsächlich noch eine Pflanze in den Malvengewächse, die als Gemüse verwendet wird. Auch so eine schleimige Angelegenheit. Das ist der Okra. Besonders in Asien und Afrika. In der Heilkunde wird natürlich der Eibisch schon lange verwendet. Sowohl die Blüten als auch die Blätter, die ganz samtig weich sind, so wie Hasenohren, als auch gerne die Wurzeln. Zum Beispiel hat man den Eibisch verwendet bei Affektionen der Bronchien und der Lungen, sowie Reizhusten, Heiserkeit, Keuchhusten oder Asthma. Und durch den hohen Gehalt an Schleimstoffen und Polysacchariden im Eibisch ist er gut zu verwenden bei Affektionen im Magen, zum Beispiel sowas wie Gastritis, oder aber bei entzündlichen Prozessen im Verdauungsbereich im Darmkanal, also Morbus Crohn und ähnliches. Aber auch bei Durchfall und Infektionen im Darmkanal ist er gut anzuwenden. Also, wenn der nächste dunkle, lange Winter kommt und ihr ein Kratzen im Hals habt oder einen Reizhusten, einen starken, oder euch durch Stress irgendwas zu sehr auf den Magen schlägt und euch da zwickt, denkt mal an den Eibisch und probiert ihn aus. Er ist übrigens auch eine sehr tolle Pflanze in der Kinderheilkunde. Bis dahin, euer George.